In diesem Video zeige ich euch heute, wie ihr die Bewegung von mehreren Objekten in Filmora 10 ganz einfach verfolgen könnt. Bleibt also dran! Hallo zusammen! Heute wollen wir wieder eure Kreativität bei der Videobearbeitung stärken. Bevor wir aber loslegen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Eigentlich ist es nur möglich, pro Clip eine Bewegung zu verfolgen. Doch es kann natürlich vorkommen, dass ihr einen Clip habt, wo zwei Bewegungen ablaufen oder mehrere und ihr diese Bewegungen verfolgen wollt, weil ihr beispielsweise den Bewegungen oder den Figuren einen Namen geben wollt, das Gesicht unkenntlich machen wollt oder irgendetwas im Hintergrund unkenntlich machen wollt. Das ist aber auch möglich, denn in Filmora 10 könnt ihr das ganz einfach tun. Wenn ihr noch nichts über die Bewegungsverfolgungsfunktion von Filmora 10 wisst, dann schaut euch auf jeden Fall das Video-Tutorial an. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt starten wir erstmal mit der Motion Tracking bzw. Bewegungsverfolgungsfunktion von mehreren Objekten in Filmora 10. Hier in Filmora 10 habe ich jetzt einen Clip von einem Skifahrer und einem Snowboarder, wo ich die unterschiedlichen Namen anzeigen möchte. Deswegen füge ich jetzt diesen Clip erstmal auf unsere Timeline hinzu, werde diesen Clip kopieren und einfach nochmal hier auf die Timeline hinzufügen und dann diese zwei Clips übereinander legen. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass diese Clips wirklich exakt übereinander liegen, also da keine zeitliche Verschiebung drin zu finden ist. Da wir jetzt zwei Clips haben, aber nur mit einem Clip arbeiten können, werden wir jetzt erstmal diesen oberen Clip unsichtbar machen, also die Spur einfach ausblenden. Da auf dieses Augensymbol klicken, dann gehen wir hier unten Doppelklick auf unseren ersten Clip und wählen dann hier das Feld Bewegungsverfolgung aus. Dann öffnet sich hier drüben dieses Feld, das platzieren wir exakt auf diesen Snowboarder, rahmen den also damit schön ein, dass das möglichst exakt ist, dass die Bewegung bestens verfolgt werden kann und klicken auf Verfolgung starten. Dann wird die Bewegung verfolgt, der Snowboarder ist perfekt im Bild und wenn das getan ist, klicken wir dann wieder auf unsere zweite Spur, machen die wieder sichtbar, ebenfalls Doppelklick drauf, aktivieren die Bewegungsverfolgung und werden hier hinten in unserem zweiten Fenster diesen Skifahrer genau in das Feld platzieren. Das natürlich auch wieder möglichst genau machen, denn umso besser kann die Bewegung, wie ich schon meinte, verfolgt werden. Wenn wir das getan haben und damit fertig sind, gehen wir auf den oberen Clip wieder drauf und machen diesen unkenntlich. Dann gehen wir jetzt mal an diese Stelle, wo wir unserem Snowboarder einen Text hinzufügen wollen. Ihr könnt dazu einfach jeden Text wählen, den ihr wollt. Ich werde jetzt einfach mal diesen Text nehmen, damit ich diesem Snowboarder auch einen Namen geben kann und was er denn macht. Gehe also da drauf und klicke Doppelklick auf diesen Text, um diesen bearbeiten zu können. Dann kann ich hier erstmal jetzt einen Namen eingeben beispielsweise und werde das jetzt einfach auch tun, hier unten einfach was er macht. Also genau, das habe ich angepasst und jetzt werde ich dann einfach diese Ecken und diese Felder auf diesen Snowboarder hier platzieren, dass das soweit passt. Diesen Text also anpassen, ebenfalls natürlich auch dieser Text. Das muss dann alles so schön sitzen, dass ihr damit zufrieden seid. Genau, und dann können wir diesen Text mit der Bewegungsverfolgung verknüpfen, indem wir sagen, wir möchten diese eckigen Rechtecke mit der Bewegungsverfolgung verknüpfen und können uns das Ganze jetzt an dieser Stelle einfach mal anschauen, wie das also aussehen würde. Ihr seht, es öffnet sich und ist damit verbunden. Als nächstes wollen wir auch unserem Skifahrer einen Namen geben, deswegen nehmen wir den nächsten Text, legen den einfach hier vorne drauf und geben erstmal einen Namen, so wie wir den Skifahrer nennen wollen. Hier unten noch etwas anderes hinzufügen. Ihr könnt das Ganze auch löschen, falls euch der Name schon reicht. Ich lasse das aber einfach mal so. Platziere das hier hinten auf den Skifahrer in der passenden Größe, so wie es mir gefällt. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr dann wieder hier unten auf diesen Clip gehen und wählt hier ebenfalls euer Bezugsobjekt, nämlich die abgerundeten
Rechtecke bei dem Skifahrer. Es ist jetzt nicht perfekt mittig platziert, aber wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal von vorne an. Wichtig ist auch, dass ihr hier noch auf nicht sichtbar seid, denn das brauchen wir noch nicht sichtbar. Und ihr seht es, es geht los mit dem Skifahrer. Es ist direkt mit einem Bezugsobjekt verknüpft und dann auch der Snowboarder wird ebenfalls angezeigt. Also wir haben jetzt die Namen unseren beiden Objekten hinzugefügt. Und das war es im Prinzip auch schon mit der Bewegungsverfolgung von mehreren Objekten in Filmora 10. Ihr könnt diesen Vorgang natürlich beliebig oft wiederholen. Falls ihr noch andere coole Anwendungsmöglichkeiten von der Bewegungsverfolgung in Filmora 10 kennt, dann lasst es uns einfach unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten sage ich jetzt vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bleibt kreativ!